So, hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Online-Seminar, das wir heute wieder für euch vorbereitet haben, beziehungsweise in der Abwicklung haben. Mein Name ist Dirk Steven. Ich denke, die meisten dürften mich mittlerweile schon kennen. Und ich darf euch heute durch unser Programm führen. Wir hatten es ja schon angedeutet, dass es heute vornehmlich um neue Funktionen geht, wo wir einfach nochmal drauf eingehen wollen, was jetzt gerade aktuell passiert bei uns, was es für Dinge gibt, die neu dazukommen, beziehungsweise was wir weiterentwickelt haben. Ich werde euch gleich mal einen Einblick in die Agenda geben. Kurz vorab noch zur Info. Zunächst einmal sieht es so aus, dass der Lars wieder im Hintergrund ist. Mein Kollege Lars, der mich ja in den letzten Webinaren oder Online-Seminaren ebenfalls begleitet hat. Lars wird den Chat-Bereich quasi im Zugriff haben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte den Chat-Bereich neben eurem Fenster. Also neben dem Video in YouTube. Dort könnt ihr jederzeit im Prinzip die Informationen reingeben, also Fragen reingeben. Lars wird die auch entsprechend beantworten. Und im Nachgang werden wir dann nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal den Lars mit dazu nehmen. Einfach mal schauen, was da noch für Fragen offen sind, die wir dann vielleicht gemeinsam nochmal bearbeiten. Ja, im ersten Screen habt ihr es ja schon gesehen, um was wird es heute gehen? Vornehmlich mal um das Thema Bearbeitung von digitalen Formularen in der Web-App. Dann werden wir kurz auf die digitale Plantafel in der mobilen App quasi eingehen. Wir werden auf den Export von erfassten Zeiten eingehen und dann wollen wir mal schauen, was da sonst noch für Themen für euch bereitstehen. Ich gebe einfach mal kurz meinen Bildschirm frei. Wie werden wir vom Ablauf her starten? Also ganz konkret Thema digitale Formulare in der Web-App. Dort werde ich einfach mal live zeigen, was wir da hier für Möglichkeiten haben, das in der Web-App dann mit reinzubringen. Dann die digitale Plantafel als mobile Version. Das heißt hier, was für Möglichkeiten bestehen hier. Der Export von erfassten Zeiten. Das heißt, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, einen Download zu machen von den erfassten Zeiten, die über die mobile App dort mit reinkommen. Ich werde kurz einen Ausflug machen in die Erweiterung eurer Datenschutzerklärung, wenn ihr CraftNote nutzt, was ihr gegebenenfalls bei euch in die Datenschutzerklärung mit reinnimmt. Wir werden einen Ausblick geben, was werden so die zukünftigen Funktionen sein, beziehungsweise wie wird es dann weiter aussehen. Und wir haben für das heutige Online-Seminar noch ein Bonbon vorbereitet, was wir euch nachher noch vorstellen wollen, bevor wir dann zu den Fragen der Seminarteilnehmenden kommen. Wir haben diese Aktion auch nachher noch verlinkt. Das heißt, ihr findet dann auch entsprechende Links, dann, die wir euch noch zur Verfügung stellen. Ja, ich würde dann einfach direkt mal mit der Bearbeitung von digitalen Formularen in der Web-App starten. Dazu verlasse ich die Präsentation und gehe einfach mal in die Web-App, dass wir uns das Ganze einfach mal ansehen, wie sieht die Bearbeitungsfunktion aktuell denn aus. Und zwar starten wir hier, ich denke mal, der Projektverlauf ist mittlerweile schon hinreichend bekannt. Ich habe ja hier meinen Projektverlauf, den ich zumeist in den verschiedenen Online-Seminaren, die wir bereits abgehalten haben, bereits genutzt habe. Ich gehe jetzt einfach mal her und gehe in meinen Projektordner Ausführung und da nehme ich jetzt einfach mal das Bauvorhaben Meier Bodenbelag. Hier habe ich einfach mal einen Projektverlauf. Da geht es im Prinzip um eine Bodenbelagssanierung, die hier gemacht werden soll. Und ganz konkret, wenn wir jetzt mal in das Thema editierbare Vorlagen einsteigen, dann würde ich mir jetzt hier aus meinen Vorlagen einfach mal ein Dokument rausholen. Und zwar ganz konkret möchte ich ein Besprechungsprotokoll vorbereiten in der Web-App. Das heißt, dass meine Mitarbeitenden auf der Baustelle nicht mehr gar so viel hier ausfüllen müssen. Wenn ich
die Datei anklicke, komme ich zunächst einmal in die Ansicht und starte rechts oben dann die Bearbeitung des Dokuments. Geht es hier her, dann legt sich da eine Seite drüber, wo ich dann quasi den Bearbeitungsmodus des Dokuments dann quasi starten kann. Hier noch die Möglichkeit auf die ganzseitige Ansicht, reinzoomen, rauszoomen, alles möglich hier drüben. Ich habe hier verschiedene Bearbeitungsfunktionen, das heißt, ich könnte hier Markierungen setzen, Unterschriftenfeld mit einfügen oder eine Unterschrift mit einfügen. Ich kann hier Bilder mit integrieren, Textfelder, hätte hier auch Möglichkeiten, entsprechende Rahmen oder beziehungsweise Zeichenfunktionen damit reinzubringen, das heißt Linien zu zeichnen, Polygone und so weiter. Jetzt in dem Fall möchte ich aber lediglich mal hergehen und bei dem Bauvorhaben Meyer Bodenbelag, da das Dokument für meinen Kollegen, der auf der Baustelle dann das ausfüllen soll, das schon mal vorbereiten. Und zwar weiß ich, dass das Bauvorhaben 2020, 1, 2, 3, 4 wegen mir, Ort, Datum, ich nehme jetzt einfach mal Frankfurt, war hier die Adresse. Das Datum, ich weiß, dass das Dokument heute, 27.10.2020 und die Besprechung soll um 13 Uhr gewesen sein. Teilnahme bei der Besprechung ist der Architekt. Wolfram Maurer, ich hoffe, dass wir jetzt keinen haben, den wir da Architekt, wir sollten den auch richtig schreiben, den Wolfram Maurer. Und letzten Endes ist der Bauherr Ludwig Meyer mit dabei. Und von unserer Seite her können wir da im Prinzip noch hinten dran schreiben, ist der Max Meyer mit dabei, der von unserem Gewerk dann quasi mit drin ist. So, jetzt haben wir das Gewerk, das ist der Bodenleger. Was müssen wir hier klären? Übergang zwischen Wohnzimmer und Eingangsbereich, was hier zum Beispiel besprochen werden muss. Verantwortlicher für die Entscheidung wird in dem Fall der Architekt sein und erledigt, bis wann auch immer. Also so könnte ich jetzt im Prinzip dieses Formular schon mal komplett vorbereiten. Ich kann es herunterladen oder in dem Fall möchte ich es jetzt zunächst einmal speichern. Und zwar möchte ich es speichern, sodass der Mitarbeiter auf der Baustelle, das heißt jetzt mein Max Meyer, dass der auf der Baustelle mobil auch darauf Zugriff hat. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip hergehen und kann sagen, okay, wo möchte ich es reinhaben? Das ist das Besprechungsprotokoll zunächst einmal vom 27.10.2020. Das heißt, ich übernehme das Datum hier einfach als neuen Dateinamen mit rein. Hier werde ich jetzt noch gefragt, mag ich es in einen der Ordner in der Dateiablage mit reinpacken? Nein, ich mag es obendrauf speichern und habe das dann direkt quasi mit drin. So, was wir aktuell noch nicht haben, das vielleicht gerade vorweg noch kurz, von der Dateiablage seid, oder beziehungsweise von der mobilen App seid ihr es ja gewohnt, dass hier zum Beispiel solche Felder teilweise schon automatisch mit ausgefüllt werden. Das funktioniert aktuell leider noch nicht in der Web-App. Das wird jetzt aber auch kurzfristig nachgezogen, dass wir hier die Felder dann auch direkt schon ausgefüllt bekommen, dass wir die also nicht nachträglich ausfüllen. Ich zeige euch gleich noch, was es da vielleicht noch für eine Alternative mal vorübergehend gibt. Was wir in der Web-App aktuell auch noch nicht machen können, ist ein Dokument wirklich komplett abschließen. Das heißt, die Dokumente, die hier abgespeichert werden, die sind definitiv noch bearbeitbar. Okay, jetzt schließen wir das Dokument hier zunächst schon mal ab. Gehen dann in den Bodenbelagsreiter nochmal in die Dateien rein.
Da wurde jetzt wegen der ganzen Sachen, die da alle dranhängen, ein klein bisschen länger. Sorry. Aber ich habe im Prinzip jetzt hier das Dokument direkt verfügbar und kann das im Prinzip jetzt auch gleich, wo haben wir es? Besprechungsprotokoll 27. und XY. Habe also hier das Dokument mit drin. Ich wechsle jetzt einfach mal kurz rüber in die mobile App. Das heißt, ich gehe jetzt her und zeige mal meinen Screen von der mobilen App. Gehe jetzt hier ebenfalls in das entsprechende Projekt rein. Das heißt, Bauvorhaben Meier-Bodenbelag. Gehe hier nach hinten in die Dateien und habe hier das Besprechungsprotokoll vom 27.10. und kann jetzt im Prinzip auf das entsprechende Protokoll zugreifen, kann hier entsprechend meine Ergänzungen machen. Ich schreibe jetzt einfach dazu. Das Übergangsprofil muss bearbeitet werden. Der Architekt ist der verantwortlich jetzt zunächst einmal für die Entscheidung, aber verantwortlich jetzt für die Umsetzung bin ebenfalls auch ich. Sprich in dem Fall der Max Meyer. Und zu erledigen ist das bis 31.10.20 fertig. So, und jetzt kann ich im Prinzip hergehen und kann dieses Dokument von den entsprechenden Projektbeteiligten unterschreiben lassen. Sprich, ich gehe jetzt hier zum Beispiel her und hole mir die Unterschrift vom Bauherrn, vielleicht vom Architekten, von wem auch immer. Ich unterschreibe es jetzt aber als Max Meyer auf jeden Fall, mache mal hier meine drei Kreuze rein und das wird da entsprechend reingefügt. Ich gehe her und speichere das Dokument ab. Jetzt in dem Fall möchte ich es aber dann doch nicht nur quasi bearbeitbar lassen, sondern ich möchte das PDF-Dokument auch komplett abschließen. Die Datei soll überschrieben werden. Ich gehe auf Sichern und habe dann das Dokument im Prinzip neu verfügbar. Wenn ich nochmal reinklicke, habe ich jetzt meine ganzen Änderungen drin. Ich kann es hier von der Seite her auch nicht mehr ändern. Habe die Unterschrift mit drin. Könnte jetzt von hier aus dann auch hergehen und das Dokument quasi per Mail oder auch per Messenger an die Mitbeteiligten mit weiterleiten. Hier jetzt in dem Fall habe ich es aber grundsätzlich auch wieder im Büro direkt verfügbar. Das heißt, mit den Änderungen, die ich jetzt mobil gemacht habe, die habe ich jetzt hier auch direkt mit drin und kann quasi ganz normal an dem ja, Projekt dann weiterarbeiten. Ich hatte gerade angedeutet, es gibt einen kleinen Trick, um im Moment quasi die Auftragskopfdaten mit einfügen zu lassen. Ich zeige das einfach mal kurz an dem Bauvorhaben Meier Heizung. Das Bauvorhaben Meier Heizung, ich denke mal, das ist den oder vielen von euch bereits bekannt. Das ist ja auch ein Projekt, was ich hin und wieder nutze, um die Vorstellung zu machen. Ich kann jetzt im Prinzip hergehen und in die mobile App gehen. Ich habe gerade angedeutet, dort werden zum Beispiel die Auftragskopfdaten übernommen. Ich gehe jetzt im Prinzip her und sage, okay, ich gehe auf Dateien, gehe auf meine Vorlagen und nehme jetzt hier zum Beispiel den Service-Rapport. Bei dem Service-Rapport werden hier die Auftragskopfdaten auch direkt komplett übernommen. Das heißt, hier meine eigenen Daten bzw. die Baustellendaten. Und ich gehe jetzt einfach her, lasse dieses Dokument offen. Das heißt, ich speichere es jetzt zwar ab, aber schließe es nicht ab. Das heißt, ich mache jetzt hier den Service-Rapport als neu, speichere das Dokument ab. Dann werde ich gefragt, wo mag ich es abspeichern? Ich nehme es jetzt einfach in die oberste Ebene. Habe es jetzt hier verfügbar. Das heißt, mein Service-Rapport neu. Und sobald ich jetzt hier reingehe und auf Bearbeiten klicke, habe ich meine Auftragskopfdaten hier schon mit drin.
und kann mit den bestehenden Auftragskopfdaten dann quasi das Dokument weiter bearbeiten. Das heißt, hier die Auftragskopfdaten jetzt mit drin und könnte jetzt hier weitere Änderungen da drin machen. Ja, das einfach mal zum Thema jetzt mit den editierbaren Formularen in der Web-App. Also hier wird es noch ein paar Ergänzungen geben, aber ich denke mal im Großen und Ganzen dürfte es klar sein, was man hier entsprechend alles damit machen kann. Also ab jetzt auch die Möglichkeit, in der Web-App die Formulare schon vorzubereiten. Ja, wahrscheinlich tun sich die Mitarbeitenden im Büro ein bisschen einfacher und schneller, die ganzen Dokumente eventuell schon mal vorzubereiten. Gut, gehen wir zurück in die Präsentation. So, das war der erste Part, die Bearbeitung von digitalen Formularen in der Web-App. Als weiteres Thema will ich einfach mal kurz in die digitale Plantafel in der mobilen App gehen. Hier zunächst mal einfach mal ein Screenshot, dass man mal sieht, wie sieht es aktuell aus. Und zwar, das sind jetzt im Prinzip zwei Geräte, die mit der iOS-Version laufen, das heißt ein iPad und ein iPhone. Hier haben wir die Darstellung einmal, wenn ich im Prinzip die Darstellung habe, wenn ich auch Samstag und Sonntag angezeigt habe, also das heißt volle 7 Tage angezeigt habe. Rechts daneben, das kann ich mir einstellen, das zeige ich gleich auch nochmal kurz in der Web-App, wo ich das mache oder wie ich das mache, kann ich im Prinzip auch festlegen, dass zum Beispiel Samstag und Sonntag nicht angezeigt werden. Das heißt, dann ja, sieht es auch ein bisschen geschmeidiger aus auf den schmaleren mobilen Geräten, also auf den Smartphones, dann habe ich da auf jeden Fall mehr Übersicht in dem Bereich. Ich möchte gleich nochmal in die mobile App reingehen, das auch einfach mal zeigen, wie das dann ganz konkret aussieht, was wir da noch für Möglichkeiten haben, jetzt in der mobilen App das Ganze zu bearbeiten oder beziehungsweise noch weitere Informationen da dazu anzureichern. Ich gehe aber nochmal jetzt in die Web-App rein. Also vielleicht nur ein Hinweis. In der Android-Version ist das momentan noch nicht verfügbar. Ich gehe davon aus, dass das bis Ende dieser, Anfang nächster Woche dann vollends verfügbar sein wird. Also um den Ende Oktober, Anfang November werden wir auch die Android-Version haben. Aktuell, wie gesagt, nur in der iOS-Version. Ich switche mal ganz kurz rüber in die Web-App. Und zwar gehen wir hier nochmal auf die Plantafel. In der Plantafel habe ich hier oben rechts die Einstellungen. Und da kann ich mir nochmal auswählen, wie soll meine Woche dargestellt werden. Möchte ich Montag bis Freitag dargestellt, Montag bis Samstag oder inklusive Sonntag, das heißt alle 7 Tage, das kann ich im Prinzip hier einstellen. Das wird einmal für den Betrieb fix eingestellt in der Web-App von der Inhaberrolle und dann gilt das im Betrieb für alle Endgeräte, die dann quasi genutzt werden. Also das kann ich dann hier, wie gesagt, unter Einstellungen entsprechend definieren. So, ja, die Plantafel, das war ja im Prinzip das, was wir vor circa 8 Wochen schon mal gezeigt haben. Auch die Möglichkeit, hier Teams einzustellen. Das hatten wir auch schon mal kurz angeteasert. Ich würde jetzt aber mal eins machen, und zwar, ich gebe mal meinen Screen zum iPad frei. Damit muss ich mal ganz kurz hier den Bildschirm wechseln. Das heißt, ich habe jetzt den vollen Zugriff auf mein Tablet und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Dinge zeigen, was wir da für Möglichkeiten haben, in der mobilen App auch darauf zuzugreifen. Ich bin jetzt hier als Inhaber eingeloggt. Das heißt, als Inhaberrolle habe ich den Zugriff auch auf die Projekt-, also auf die Plantafel, nicht nur in der Ansicht, also dass ich die Projekte anklicken kann, sondern dass ich die Projekte dann auch bearbeiten kann. Ich gehe jetzt einfach mal zum Beispiel hier in die
beziehungsweise in die Planung Bauvorhaben Meyer Bodenbelag rein. Ich klicke das bei dem Michael Malberg einfach mal ganz kurz an und sehe jetzt hier, dass schon bereits entsprechende Daten mit drin sind. Das heißt, das ist die Ansicht, die ich als Projektleiter und Mitarbeiter habe. Und als Inhaber habe ich zusätzlich die Möglichkeit, dieses Projekt quasi zu bearbeiten. Als Mitarbeiter und Projektleiter kann ich von hier aus auch direkt das Projekt öffnen. Das heißt, ich marschiere hier direkt in das Projekt mit rein. Jetzt will ich aber zunächst einmal noch eins machen. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel noch eine Notiz mit anfügen. Das heißt, ich kann in der Planung schon nochmal Projektnotizen mit anfügen. Schreiben wir hier. Halt, soll es auch mit der richtigen Tastatur machen. In dem Fall will ich die Information mitgeben, dass der Hausschlüssel neben der Garage hängt. So, und das speichere ich dann ab. Wenn ich jetzt nochmal in das Projekt reinklicke und auf Ansicht gehe, dann habe ich im Prinzip die Information hier in meinem Eintrag mit drin. Das heißt, das sind im Prinzip die Informationen, die die Mitarbeitenden dann auch sehen. Und hier von hier aus können die Mitarbeitenden dann direkt auch das Projekt öffnen. Das heißt, sie gehen hier direkt in das Projekt rein, sind dann direkt in dem, was sie dann zu bearbeiten haben und haben dann quasi den direkten Zugriff auf den Projektverlauf. Mitarbeitende, die jetzt zum Beispiel, also grundsätzlich sieht in der Plantafel zunächst einmal jeder alle Projekte. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter in einem Projekt selber nicht mit drin bin, dann kann ich zwar die Projektdetails einsehen. Das heißt, ich könnte hier jetzt zum Beispiel einsehen, was da für Informationen drinstehen, aber ich könnte von hier aus das Projekt nicht öffnen. Das heißt, ich habe zwar Zugriff auf die Projektdetails zunächst einmal, aber nicht oder komme nicht direkt in das Projekt rein. Also hier eine einfache Möglichkeit, auch mobil noch entsprechende Informationen den Mitarbeitenden hinzuzufügen. Und das, was ich jetzt als Projektdetails quasi hier mit reingegeben habe, bei dem Projekt mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Projekt öffnen gehe, dann haben wir ja hier oben in dem oberen Bereich unter dem Namen Bauvorhaben Meyer Bodenbelag auch das Infofeld. Das heißt, die Projektnotiz, was ich gerade vorher eingegeben habe, findet sich dann auch im Projekt letztlich wieder. Und alles, was ich da dann anfüge, würden auch die Mitarbeitenden direkt quasi in den Projektdetails wiedersehen. Ja, so viel zur Plantafel beziehungsweise zur mobilen Anwendung der Plantafel. Da auch nochmal ein Hinweis an euch, wenn ihr Wünsche dazu habt zur Plantafel beziehungsweise auch jetzt zur mobilen Ansicht, dann meldet euch gerne. Dann können wir schauen, wie wir das auch entsprechend umgesetzt kriegen. Okay, gehen wir zurück auf die Agenda. Und zwar als nächsten Punkt haben wir den Export von erfassten Zeiten. Wir hatten ja in der Vergangenheit oder beziehungsweise auch vor circa 8 Wochen die mobile Zeiterfassung mit reingebracht. Das heißt, auch mal vorgestellt, was es da für Möglichkeiten gibt. Sprich, in den mobilen Endgeräten die Zeiten zu erfassen, die Zeiten dann auch entsprechend auswerten zu können. Und da haben wir jetzt folgende Möglichkeit mit drin. Und zwar, wenn ich wieder zurückgehe auf die Arbeitszeiten jetzt hier, habe ich jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen hier verschiedene Zeiten erfasst. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich möchte wissen bei dem Bauvorhaben Meyer Heizung,
Wie viele Zeiten sind denn da aufgelaufen? Und zwar, ich wende jetzt den Filter entsprechend an. Ich möchte zudem wissen, wie viele Zeiten sind da wirklich auch auf einzelne Mitarbeiter angefallen. Ich nehme jetzt ganz konkret mich hier mal mit rein, den Dirk Steffen mit rein, und will jetzt in dem Zusammenhang dann auch wissen, welche Arbeitszeiten sind ganz konkret angefallen. Also mich interessieren keine Fahrzeiten, mich interessieren keine Rüstzeiten. Ich möchte einfach mal wissen, was ist da im Prinzip aufgelaufen. Und dann möchte ich vielleicht noch den Zeitraum eingrenzen. Und zwar sage ich ganz konkret, ich möchte vom 1. Oktober bis zum heutigen Tag wissen, was da an Arbeitszeiten aufgelaufen sind. So, das ist jetzt mal toll, das Ganze mal in der Tabelle zu sehen. Aber jetzt habe ich eventuell ein Lohnzeitprogramm, wo ich die Daten auch übergeben möchte. Oder vielleicht auch ein sonstiges Programm, wo ich das Controlling quasi drüber fahre. Und da ist jetzt wichtig, die Informationen auch hier raus nicht einzeln abtippen zu müssen, sondern wirklich herzugehen und diese Informationen auch übergeben zu können. Und da haben wir jetzt im ersten Step, das ist seit heute scharf. Und ich hoffe, dass jetzt meine Kollegen mich auch richtig unterstützt haben, dass das auch alles so wunderbar läuft. Also habe ich jetzt hier, wie gesagt, die Informationen, die ich dann auch als Tabelle ausgeben kann. Ich klicke jetzt einfach mal auf die aktuelle Tabelle als CSV exportieren. Das heißt, die Informationen werden jetzt ausgegeben. Ich möchte die ausgegebene Datei jetzt einfach mal mit meinem Excel-Programm, das ich auf dem Rechner habe, starten. Und dann warten wir mal ab, was passiert. So. Ich habe jetzt hier meinen Aufgabennamen, wenn denn die Arbeitszeit in der Aufgabe erfasst ist, den Arbeitstyp, Ordnernamen. In dem Fall habe ich aber keinen Ordner oben drüber. Ich habe das Bauvorhaben Meier Heizung. Ich habe den Mitarbeiter. Ich habe das entsprechende Datum, wann die Zeiten erfasst wurden. Warum die jetzt ein bisschen durcheinander sind. 21. sollte eigentlich, oder beziehungsweise ja, der 21. sollte irgendwo mit da hinten sein. Ich habe dann die entsprechenden Zeiten, die hier aufgefasst oder angefallen sind, und habe die Pausenzeiten. Und das sind im Prinzip die Zeiten, die ich dann in andere Programme mit übertragen kann. Auch da die Bitte an euch: Wenn ihr Bedarf habt an der Erweiterung solcher Exportdateien, das heißt, wenn ihr weitere Daten braucht, wenn ihr zum Beispiel das noch detaillierter braucht von den Informationen her, dann kommt einfach gerne auf uns zu und gebt uns da einen Hinweis, wie wir das dann entsprechend ja, erweitern, ergänzen können, sodass wir das dann entsprechend für euch aufbereiten. Also da sind wir letztlich auch auf euer Feedback angewiesen. Kommt einfach auf uns zu, wenn ihr da Wünsche und Ergänzungen habt. Okay, dann gehen wir in den nächsten Schritt. Und zwar, ich gehe gerade nochmal auf die Vollansicht. Der nächste Schritt wäre jetzt die Erweiterung deiner Datenschutzerklärung. Und zwar sind wir immer wieder da angesprochen worden von unseren Usern und Kunden. Wie sieht's denn aus? Was muss ich denn in meiner Datenschutzerklärung ja, einfügen, was ich im Prinzip dann auch nutzen kann, beziehungsweise wenn ich CraftNote für die Erfassung von Kundendaten nutze? Und wir sind da hergegangen und haben einen ja, Beitrag bei uns in dem Hilfebereich damit reingenommen. Ich switch da gerade mal rüber. Ihr findet den Link auch unter unserem Video. Das heißt, den Link zu dem Artikel, wo ich euch jetzt mit hinnehme, diesen Link hier, den findet ihr auch unterm Video, unterm YouTube-Video. Und da sind wir mal ganz konkret drauf eingegangen, was von unserer Seite her, beziehungsweise auch nach der Meinung unseres Rechtsanwalts dann wichtig ist, dass man solche Daten damit reinnimmt. Und da könnt ihr im Prinzip den Textvorschlag einfach rauskopieren und bei euch in die Datenschutzerklärung mit aufnehmen.
Ja, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, beziehungsweise die einzelnen Passagen durchgehen, sondern lest euch einfach durch. Ihr habt ja eventuell auch einen Datenschutzbeauftragten bei euch im Unternehmen, dem ihr das auch nochmal kurz vorlegen könnt. Aber das ist im Prinzip unsere Empfehlung, die Informationen dann bei euch mit reinzunehmen. Wenn ihr da nochmal den Link braucht, beziehungsweise ja, sonst nochmal Informationen braucht, dann kommt auch gerne nochmal auf unseren Support zu. Gut. Dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Kommen jetzt in dem Fall eigentlich schon zum Ausblick. Und zwar Ausblick, was steht so an neuen Funktionen an, beziehungsweise was hat sich in den letzten paar Wochen bei uns nochmal getan? Wo sind wir vielleicht nochmal ein bisschen flexibler geworden? Da möchte ich zunächst schon mal auf die ersten vier Punkte eingehen. Und zwar zunächst schon mal unsere Web-App. Ich denke, dass ihr das vielleicht gemerkt habt, ist da bis zu 25% schneller geworden in den letzten 4 Wochen. Das heißt, wir haben hier nochmal Optimierungen gemacht, die ja, die Web-App nochmal deutlich schneller gemacht hat. Wir haben mehr Farben jetzt auch in der Web-App verfügbar. In den mobilen Apps waren die Farben schon bereits drin. Ich zeige das gleich nochmal. Dann haben wir in der Web jetzt auch das Multiselect in der Dateiablage mit drin. Aktuell nur für das Verschieben möglich in Zukunft. Es wird allerdings noch ein paar Wochen dauern. Auch die Möglichkeit, dass man aus der Dateiablage mit dem Multiselect dann auch komplette Datenblöcke exportieren kann, zum Beispiel bei sich in den Windows Explorer dann verschieben kann oder runterladen kann. Dann haben wir einen PDF-Bericht mit eigenem Logo und Adressblock mit drin. Da würde ich auch ganz gern nochmal kurz in der Web-App drauf eingehen. Switch noch mal kurz rüber. Und zwar hatten wir ja gerade das Thema mit den mehr Farben. Das heißt, wenn ich jetzt in die Projektdetails gehe, beziehungsweise neues Projekt anlege, gehe jetzt einfach mal da hinten in die Projektdetails. Da sieht man sie alle nebeneinander. Das heißt, bisher waren es 6 Farben, da haben wir nochmal 4 Farben dazugenommen. Auch da bitte nochmal der Hinweis an euch, wenn da also Bedarf bei euch besteht, dass ihr noch mehr Farben braucht, dann meldet uns das auch einfach und dann müssen wir gucken, wie wir das entsprechend umgesetzt kriegen. Also mehr Farben jetzt auch hier mit drin. Dann haben wir das Thema Multiselect. Multiselect betrifft jetzt hier ganz konkret die Dateiablage. Und in der Dateiablage können wir jetzt im Prinzip hergehen und sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier in den Bereich Bilder mit rein und kann jetzt hier im Prinzip sagen, okay, auswählen. Dann geht hier das ja, Mehrfachauswahlfenster auf, beziehungsweise die Haken. Dann kann ich im Prinzip hier die ganzen Bilder, die ich verschoben haben möchte, auswählen. Ich kann auch hier direkt auf alle Dateien auswählen gehen oder wieder auf Abbrechen. Und dann haben wir hier im Moment nur die Möglichkeit zu verschieben. Also in der Dateiablage zum Beispiel in einen anderen Ordner verschieben. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel her und wähle hier den Ordner aus, in den ich die ganzen reinschieben möchte. Jetzt in meinem Fall lasse ich das aber sein, weil ich das im Moment nicht verändern möchte. Aber hier so funktioniert das Ganze mit der Multiselect-Möglichkeit. Das heißt, darüber einfach die Dinge verschieben. Gehe hier jetzt im Moment mal auf Abbrechen. Ja, und dann hatten wir, ja, wann war das? Anfang des Jahres bereits schon mal den Bereich hier bei den Firmeneinstellungen mit angesprochen. Das heißt, hier bei den Firmeneinstellungen die Möglichkeit, dass ich hier mein Logo mit reinpacken kann, beziehungsweise über uns hier auch noch einen kurzen Text mit reinbringen kann. Hier unten natürlich meine Adressdaten, die ich hier entsprechend ergänzt habe. Und jetzt macht auch das Ausfüllen in dem oberen Bereich mehr und mehr Sinn, auch wenn ich zum Beispiel die Website nicht nutze. Denn wir haben jetzt in den Projekten die Möglichkeit, zunächst einmal, wenn ich hier auf die Einstellungen gehe, ich nehme jetzt nochmal das Bauvorhaben Meier Bodenbelag, gehe hier hinten auf die Einstellungen
und kann jetzt en bloc den ganzen Chat exportieren. Wir haben ja hier oben auch die Möglichkeit, der PDF-Export quasi von einzelnen ausgewählten Dokumenten. Da funktioniert das, was ich euch gleich zeigen werde, noch nicht. Aber da sind wir gerade dran, das auch noch zu ergänzen. Ich kann hier den kompletten Chatverlauf exportieren. Das heißt, ich mache hier oder erzeuge hier ebenfalls eine PDF-Datei. Und in dieser PDF-Datei, wenn wir sie die gleich aufrufen, nehmen wir die hier direkt aus den Downloads mit raus. Ja, zunächst mal sollten wir sie auch speichern, beziehungsweise ich öffne sie jetzt direkt mit meinem PDF-Reader. Und da seht ihr, dass mein Logo, was ich eingefügt habe, und den Text, den ich oben mit drin hatte, jetzt hier bereits übertragen wurde. Das ist meine Projektdokumentation, das heißt mein vollständiger Bericht. Und im unteren Fall, das heißt in der Fußzeile, sind jetzt meine Kontaktdaten, meine Adresse, die Firma noch mit aufgefügt oder aufgeführt. Das heißt, das sind die Daten, die in den Firmeneinstellungen quasi mit drin sind. Die werden jetzt hier auch in die PDF-Dokumente übernommen. Aktuell nur beim kompletten Export. Und kurzfristig dann auch bei dem PDF-Export, den ich quasi hier selektieren kann. Das heißt, den ich hier, wo ich hier dann einzelne Bilder oder auch nur die Fotos auswählen kann, da wird dann die Kopf- und Fußzeile auch entsprechend übernommen. Eins muss ich dazu sagen, das ist eine Sache, die allerdings nur eine Pro-Funktionalität darstellt. Das heißt, bei den Basic-Usern ist nach wie vor unser Logo mit drin. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, nicht das eigene Logo mit einzufügen. Das heißt, hier bei den Pro-Funktionalitäten oder bei den Pro-Usern haben wir jetzt die Möglichkeit, dann auch das eigene Logo und Kopf- und Fußzeile mit einzufügen. Ja, und das im Prinzip mal zunächst einmal zum ersten Teil, den wir hier mit drin haben. Ich switch gerade noch mal rüber in die Präsentation. Dann gehen wir nämlich zum nächsten Bereich. Wir werden hier das Notizfeld in der Zeiterfassung noch mit reinbringen. Das heißt, dass ich zu den erfassten Zeiten in der mobilen App dann auch noch kurze Notizen machen kann. Das heißt, was wurden für Funktionen oder beziehungsweise Leistungen dort erbracht? Wir haben die Plantafel mit der Monatsansicht in der Web-App, da gebe ich gleich noch kurz einen Einblick. Und wir haben Antworten auf Nachrichten. Das heißt, dass ich im Projektverlauf dann auf einzelne Bilder oder auch sonstige Textnachrichten einfach eine Antwort geben kann. Wie sieht es aus? Ich habe da einfach mal ein paar Mockups mit reingebracht. Das heißt, ich erzeuge jetzt hier zum Beispiel von 9 bis 18 Uhr meine entsprechende Arbeitszeit und habe jetzt hier unten Möglichkeiten noch dazu zu schreiben, dass ich in dem Moment die Türen zum Beispiel im ersten OG ausgetauscht habe oder den Bodenbelag im Wohnzimmer erzeugt habe bzw. eingebaut habe. Also ich kann hier einfach als Freitextfeld die Themen da reinschreiben, sodass im Büro auch die Möglichkeit besteht, darauf zuzugreifen. Die Monatsansicht in der Plantafel. Hier haben wir jetzt in unserem Beispiel noch ein bisschen wenig ausgefüllt, aber so sieht es dann in Zukunft aus. Das heißt, ich habe hier meine Arbeitstage mit drin in dieser Woche und kann jetzt auch die Projekte über mehrere Wochen hinweg planen. Und zwar planen zum einen für meine Mitarbeit und auch für meine Ressourcen. Das heißt, dass ich im Prinzip auch über mehrere Wochen hinweg sehe, wer auf welchen Baustellen unterwegs ist. Ja, und dann im Prinzip neue kommende Funktionen. Das ist im Prinzip das Thema mit dem Antworten. Das heißt, wir haben hier in der App dann die Möglichkeit, auf diesen Pfeil, auf den Antwortenpfeil zu gehen. Und dann wird meine vorige Nachricht oder mein voriges Dokument, mein voriges Bild angezeigt und ich kann dann den entsprechenden Kommentar unten drunter packen. Ich denke mal, die meisten werden das wahrscheinlich in der Form auch von WhatsApp kennen. Gut, eine Sache,
Möchte ich auch noch kurz andeuten, wobei ich schon wieder sehe, dass ich hart an der Zeitgrenze bin. Ende der Beta-Phase für Zeiterfassung und Plantafel. Nur mal kurz einen Switch zurück in die Web-App. Wir haben ja aktuell hier bei der Arbeitszeit und auch bei der Plantafel hier den Beta-Badge mit drunter. Den werden wir Mitte November jetzt entfernen. Und dann werden wir auch hier eine Abgrenzung zwischen der Pro-Version und der Basic-Version machen. Das heißt, gehen wir ganz konkret kurz auf die Arbeitszeiten ein. Bei den Arbeitszeiten habe ich nach wie vor die Möglichkeit, die Arbeitszeiten mobil zu erfassen. Wenn ich aber diese Arbeitszeiten in dem sogenannten Arbeitszeiten-Dashboard angezeigt bekommen möchte, dann brauchen die entsprechenden Mitarbeiter auch die Pro-Funktionalität. Das heißt, die brauchen einen Pro-Account, damit ich die Informationen hier im Dashboard angezeigt bekomme und dann natürlich dann auch in der CSV-Datei übertragen kann. Also das wird die Abgrenzung dann zwischen der Basic- und der Pro-Version sein. Nur Pro-User werden auch in dem sogenannten Arbeitszeiten-Dashboard angezeigt. Bei der Plantafel sieht es so aus, dass ich die Mitarbeiter grundsätzlich, die in der Pro-Version mit drin sind, über mehrere Wochen auch verplanen kann. Das heißt, in meiner zukünftigen Monatsübersicht kann ich da auch die Zeiten oder die Mitarbeiter über mehrere Wochen schon verplanen. Reine Basic-User haben nur die Möglichkeit, bis zu einer Woche verplant werden zu können. Das heißt, ich kann im Prinzip jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt der Max Meyer nur ein Basic-User ist, dann kann ich den wirklich nur in dieser einen Woche verplanen. Eine weitere Verplanung auf andere Wochen ist in dem Fall für diesen Mitarbeiter nicht möglich. Angezeigt wird er mal aber auf jeden Fall hier vorne mit drin und nur die Pro-User können über mehrere Wochen verplant werden. Also das einfach nochmal zur Abgrenzung. Wie gesagt, Mitte November werden wir hier die Abgrenzung machen, den Beta-Batch hier jeweils wegmachen und dann die ja, Abgrenzung dann auch bei den Funktionen dann einführen. Gut, jetzt haben wir euch ja ein Bonbon noch versprochen, und zwar für alle, die jetzt uns begleitet haben in der vergangenen Zeit, beziehungsweise ja, bisher die Basic-Version quasi eifrig genutzt haben, aber vielleicht noch der Kick gefehlt hat. Wir haben uns ein kleines Bonbon überlegt, und zwar ein kleines Bonbon in Form eines editierbaren PDF-Dokumentes. Und zwar, wer jetzt aktuell noch die Basic-Version hat und sowieso schon mit dem Gedanken spielt, Mensch, eigentlich, ja, die Pro-Version, die wird mir doch sehr viel helfen, sehr viel bringen, haben wir noch folgendes Bonbon mit dabei. Ab drei Pro-Lizenzen, die jetzt bis zum 1.11. gebucht werden, sieht so aus, dass wir euch ein einseitiges editierbares PDF-Dokument in eurem Layout zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, das einseitige oder beziehungsweise uns eine Vorlage zu geben, wie ihr das gerne umgesetzt haben möchtet. Vielleicht auch eine Vorlage von uns genommen, die wir einfach mit eurem Logo versehen. Also ab drei Pro-Lizenzen gibt es ein einseitiges editierbares PDF-Dokument dazu. Bei fünf gibt es zwei. Bei 10 Pro-Lizenzen packen wir vier einseitige editierbare PDF-Dokumente in eurem Layout kostenfrei dazu. Das ganze Angebot gilt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein ja, Pro-Betrieb schon zwei oder drei oder vier Pro-Lizenzen hat, aber jetzt dann doch auch mit den editierbaren Formularen oder mit der Zeiterfassung das Ganze nochmal deutlich interessanter geworden ist. Wer jetzt neu aufbucht zu bestehenden Accounts, der kann ebenfalls auf das Angebot zurückgreifen. Also da gilt es im Prinzip, wenn ich jetzt schon vier Lizenzen habe, wenn ich 10 dazu buche, kriege ich dann ebenfalls die vier editierbaren PDF von uns zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatt- und Gutscheinaktionen und ihr findet auch wiederum unter dem Video einen entsprechenden Link,
zu diesem Angebot. Da kommt ihr auf eine Landingpage und da ist dann im Prinzip ja nochmal definiert, wie das vom Ablauf her ist, wie ihr dann an eure editierbaren PDF-Dokumente kommt, beziehungsweise auch für die, die dann aufbuchen, wie es da aussieht, wie da der richtige Ablauf ist. Wie gesagt, das findet ihr auch den Link unter dem entsprechenden Video, gültig bis 1.11.2020. Ich hoffe, dass wir da euch nochmal ein entsprechendes Bonbon mit zugeben konntet. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Seminarteilnehmenden. Und da sieht es jetzt so aus, da nehme ich jetzt wieder den Lars mit dazu. Da muss ich allerdings mal kurz eine Übertragung wieder ausschalten und auf den anderen Bildschirm gehen. So, Lars, bist du dabei? Ja, vielleicht greifst du mal ein, zwei Fragen raus, die so als interessante Fragen gestellt wurden. Ich höre dich, ja, aber warum? Kleinen Moment. Ich gehe mal da in die Eigenschaften kurz rein und guck mal, wo ich dich da mit dazu nehmen kann. Ansonsten spiele ich dir die Bälle rüber und Ich glaube, jetzt müsstest du hörbar sein. könnt ihr mich jetzt hören? Mal eine kurze Antwort in den Chat vielleicht. Ansonsten spiele ich dir die Dinge zu und dann. Ah, Jetzt. perfekt. Endlich. Alles klar. So, da sind nämlich auch schon, das war mit Absicht. Die ersten Fragen sind nämlich schon reingekommen in der Zwischenzeit. Wird die Kamerafunktion nochmal überarbeitet, fragt der Alexander Streich. Dirk, kannst du was dazu sagen? Kamerafunktion, ich gehe mal davon aus, dass da jetzt auch nochmal auf das Thema der neuen iPhone-Funktionen ja drauf eingegangen wird bei der Frage. Also grundsätzlich, wir sind ständig dabei, unsere Funktionalität zu erweitern. Da wird es auf jeden Fall noch Vereinfachungen bzw. Möglichkeiten geben, wie wir damit reingehen. Wie das im Einzelnen aussieht, kann ich jetzt im Moment noch nicht viel dazu sagen, aber wir sind dabei, auch die Kamerafunktionalität nochmal zu verbessern. Dann fragte Daniel Treiber, er ist immer noch auf der Suche nach einer neuen Unternehmenssoftware, ob wir da was empfehlen können. Oh, das ist eine sehr individuelle und sehr komplexe Entscheidung. Ich glaube, da kann man so aus dem Stegreif nichts empfehlen. Was ich dir aber empfehlen kann, ist, schau mal bei uns auf der Schnittstellenseite, auf der Webseite vorbei. Da siehst du nämlich Branchensoftware-Lösungen, die schon mit CraftNode verknüpft sind. Vielleicht ist das ja auch eins der Kriterien, die für dich dort mitentscheidend sind oder einen gewissen Einfluss haben. So, kam in der Zwischenzeit noch was? Du hattest gerade vorher das Thema Ansonsten, Datenschutzerklärung angesprochen, dass da eine Frage gewesen war. genau, da kam was dazu rein. Wir werden da ein Formular auch vorbereiten, was wir in Zukunft als Vorlage auch zur Verfügung stellen wollen. Ne? Da gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr das direkt vom Kunden auch gegenzeichnen lassen könnt. Dann können wir den Auszug als digitales Formular auch zur Verfügung stellen. So, jetzt fragt der Alexander Streich, offline keine Projekte erfassen möglich, mein Fehler. Was meinst du mit keine Projekte erfassen? Das ist mir gerade noch nicht ganz schlüssig. So, dann kam schon die nächste Frage rein. Kann man bei der Zeiterfassung auch verschiedene Lohnarten einfügen? Dirk, was kann man da machen?
Momentan Lohnarten sind da keine unterschiedlichen vorge also speziell jetzt mit drin. Die Frage wäre, ob man das vielleicht über die Arbeitsart definieren kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Lohnart hat mit Erschwernis-Zulage oder so, dass man das vielleicht als spezielle Arbeitsart dann hinterlegt. Ist aber momentan jetzt so bei uns nicht im Fokus, dass man da noch eine weitere Kategorie einfügt, aber vielleicht ist das eine Lösung in dem Zusammenhang. Ich habe mir ist vorher noch eine Sache eingefallen, Lars, bevor du zur nächsten Frage kommst. Ich habe eine Sache unterschlagen, und zwar die Bearbeitung von digitalen Formularen in der Web-App geht momentan nur in der Dateiablage. Das heißt, im Chatverlauf, wenn ein Dokument im Chatverlauf steht, kann ich das momentan noch nicht in der Web-App bearbeiten. Aber auch da sind wir dran, eine Lösung zu finden, ähnlich wie das mit der Übernahme von den Auftragskopfdaten in der Web-App ist, sind wir da auch dabei. Also da wird es dann auch jetzt zeitnah noch eine Lösung geben da dazu. Genau. Dann hat der Alexander Streich was hinzugefügt. Kein Empfang im Keller, komme nicht im Projekt weiter. Fehlen da einzelne Aspekte oder geht es jetzt allgemein darum? Ansonsten gibt es ja natürlich die Möglichkeit, dass du die Projekte vorher offline verfügbar machst an deinem Mobilgerät. Ansonsten, wenn du einen Hänger im Projekt hast oder ähnliches, melde dich gerne bei uns im Support. Findest du über unsere Webseite oder unter Hilfe at craftnote.de. Da bekommst du schnell Rückmeldung, dann gucken wir uns das individuell mal an, falls es da mal irgendwo einen Hänger gibt. Ist eine Erweiterung der Skizzenfunktion im Foto geplant? Wünsche, zoomen, rückgängig, Linienbreiter. Ich glaube, das hat der Dirk vorhin schon angeschnitten. Wir überarbeiten unsere Funktionen und die App ja eigentlich laufend. Und da ist es sehr, sehr gut denkbar, dass wir auch die Kamerafunktion in den nächsten Monaten mal wieder anfassen und da mal wieder so einen Rundumschlag machen. Die Punkte, die von dir genannt sind, wenn wir das angehen, dann wird das sicherlich auch ein wichtiger Punkt sein und da werden wir das auf jeden Fall auch machen. So, na, warten wir mal. Ansonsten schauen wir mal, was noch weiter oben war. Sonst gehen wir. Ah, letzte Frage: Hat Lars endlich sein CraftNote-Shirt? Ich habe einen CraftNote-Pulli an. Es ist aber ein alter Pulli tatsächlich. Genau. Ist jetzt Ja. kalt im Winter, da muss man sich gut anziehen. Genau. Ja, wenn ansonsten keine weiteren Fragen mehr da sind, dann würde ich sagen, gucken wir langsam aber sicher, dass wir Richtung Feierabend kommen. 18:53 Uhr jetzt bei mir auf der Uhr. Wir haben eh schon ein bisschen überzogen. Ansonsten, wenn noch interessante Fragen kommen und wir die jetzt nicht beantwortet haben, dann werden wir es in unserer internen Facebook-Gruppe nochmal ja, beantworten, sollten da noch Sachen offen geblieben sein. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Kommt gut durch die nächsten Wochen, bleibt vor allem gesund und bleibt uns vor allem auch gewogen, wenn ihr Möglichkeiten habt, uns irgendwo draußen ja, in Projekte mit anderen mit einzufügen, beziehungsweise auch zu vernetzen, dann sind wir froh um jeden Kontakt und danken euch hiermit schon mal dafür. Ja, wie gesagt, bleibt gesund, gute Zeit und alles Gute. Alles klar. Bis dahin. Ciao.